Mein Zimmer war die ganze Woche schön aufgeräumt. Hey, du darfst nicht einfach reinkommen. Bin ich aber gerade. Dazu musst du das Passwort kennen. Vitamine. Woher weißt du das? Ich weiß viele Sachen. Ich weiß sogar, wo man ein Raffzahnmonster findet. Ein Raffzahnmonster? Was genau ist ein Raffzahnmonster? Es ist schleimig, angsteinflößend, es ist grauenvoll und irgendwo da draußen. Wo? Nachts verstecken sie sich in den Schatten und dann springen sie aus den Büschen. Beißen die? Nur einmal. Oh. Ich hab noch nie von einem Raffzahnmonster gehört. Ich möchte mal eins sehen. Ich möchte auch mal eins sehen. Willst du uns reinlegen, Henry? Nein, natürlich nicht. Wenn ihr mir nicht traut, nehme ich euch auch nicht mit. Warte! Bitte, Henry! Bitte zeigst du es uns? Also gut, aber das kostet euch 2 Euro. 2 Euro? Für jeden. Aber... Tja, wenn ihr das Raffzahnmonster nicht sehen wollt... Doch, wollen wir schon. Wir bezahlen. Wir bezahlen. Ha, dann treffen wir uns am Geräteschuppen. Punkt 6 Uhr. Und vergesst nicht, kein Geld, kein Monster. Das war ja babyleicht. Euro sind ganz gut, aber 10 sind noch besser. Ihr solltet nicht so einen Lärm machen, sonst weckt ihr das Raffzahnmonster. Was? Verschwinde, Henry! Tja, dann gebt aber nicht mir die Schuld, wenn sich das Raffzahnmonster anschleicht und euch in Stücke reißt. Warte! Sowas gibt's doch gar nicht, so ein, was du gesagt hast. Und selbst wenn, dann hätte ich bestimmt keine Angst davor. Beweis es. Wie? 6 Uhr bei unserem Geräteschuppen. Dann zeige ich euch das brutalste Raffzahnmonster aller Raffzahnmonster. Oh, wie aufregend. Das kostet jeden von euch 2 Euro. Das gehört mir. Nein, es gehört mir. Wenn ich keine Angst kriege, will ich mein Geld zurück. Wartet hier. Es ist wichtig, dass wir das Raffzahnmonster überraschen. Wenn nicht... Oh, müssen wir uns dann den Hals waschen? Ich pfeife 2-mal, wenn es sicher ist. Und seid vorsichtig. Das ist doch bescheuert! Ich glaube, ich müsste schon längst ins Bett. Lecker!
ewig her, da war ich ja noch klein. Ah, das Essen ist serviert. Nein. Ich bin erwachsener geworden. Ich verspreche, dass ich mich benehme. Nein, du gehst heute früh zu Bett, Henry. Das ist gemein! Das ist gemein! Das ist gemein! Das ist echt gemein! Was gibt's denn heute Abend, Schatz? Lachs mit Limetten und Ingwersoße und als Nachspeise Mousse au Chocolat. Mama, schön, dass ich heute Abend die Stumms kennenlernen darf. Netter Versuch, Henry. Aber das ist echt gemein. Peter darf auch aufbleiben und ihr esst Mousse au Chocolat. Ich liebe Mousse au Chocolat. Herr Stumm will Peter Cello spielen hören und dann muss er ebenfalls ins Bett. Ich gehe heute gern mal früh ins Bett. Ich kann verstehen, dass Erwachsene auch mal unter sich sein wollen. Sei nicht so gemein, Henry. Hör auf damit. Geh in dein Zimmer. Ich gehe nicht. Ich will aufbleiben. Ich will Mousse au Chocolat. Ich sofort. Will... Sofort. Und du kommst erst wieder runter, wenn ich's dir sage. Die Gäste sind da. Oh nein, die Mousse. Jetzt muss ich sie neu machen. Ah, guten Abend. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr und Frau Stumm. Ich bin Peter. War das eine Fahrt. Lass Herkules runter, Schatz. Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. Herkules! Hilfe! Oh, mein Augenbaby! So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade, Mousse au Chocolat. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn, Herkules, böser Hund. Ich muss mich entschuldigen. War die Schüssel voll? Nicht so schlimm, waren nur ein paar Nüsse. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen können. Das wusste ich auch nicht. Hm. Er möchte wohl auf sich aufmerksam machen. Ich muss vorsichtig sein. Zeit für Ekelchips und Monstertrank. Das wird bestimmt lustig. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama.
Nein, das will ich nicht. Meinst du, dass mir die Zahnfee 50 Cent dafür gibt? Ich kann dafür sorgen, dass du noch mehr kriegst. Nein, danke. Aber du kannst ein Foto von meinem Zahn machen. Dann mache ich einen Abzug für Mama und einen Abzug für Papa und einen Abzug für alle meine Freunde. Lass das! Sei nicht so gemein, Henry! Du kannst ihm zuliebe doch wohl ein Foto machen. Und dann lege ich meinen Zahn in einen Umschlag für die liebe Zahnfee. Ich war doch noch nicht bereit. Pech gehabt. Ich muss einen Zahn verlieren. Na kommt schon. Wackelt. Ihr sollt wackeln. Die blöden Zähne bewegen sich nicht. Als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Das kann ja noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich habe was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. So easy being me, I'm home.
15 Sekunden zu spielen. Henry läuft übers Spielfeld. Aus dieser Entfernung kann er niemals treffen. Das ist verrückt. Das ist unmöglich. Er hat's geschafft. Der Ball ist drin. Henry schießt das entscheidende Tor für Ashton Athletic. Ich muss irgendwie an Karten kommen. Karten. Karten. Aufgepasst, Schüler. Uns wurden freundlicherweise 2 Karten für das Spiel Ashton Athletic gegen Manchester United gespendet. Ich! Ruhe! Ich habe beschlossen, dass die Klasse heute Mittag ein Fußballspiel macht. Laura und Alf sind die Kapitäne und der beste Spieler von euch bekommt die Karten. Aber wer entscheidet, wer am besten gespielt hat? Ich, Henry. Und an meiner Entscheidung gibt's nichts zu rütteln. Kommt nicht in Frage, Henry. Ich lass dich doch kein Tor schießen, nur damit du der beste Spieler der Klasse wirst. Warum nicht? Die launische Laura hat dich als Torwart gewählt. Das wäre doch ein Klacks. Ja, aber wie soll ich dann der beste Spieler werden, wenn ich dich ein Tor schießen lasse? Sei nicht albern. Wir wissen doch sowieso, wer der beste Spieler ist. Hast du dich schon entschieden, wen du mitnimmst, Laura? Nö, das entscheide ich später. Siehst du, wir müssen es so machen. Aber wenn ich einen Ball von dir reinlasse, ist das doch Schummeln. So, nun kommt, Kinder. Stellt euch auf. Denk an die 7. Regel der roten Handbande. Mitglieder müssen seiner hochherrschaftlichen Majestät immer gehorsam sein. Und das bin ich. Aber... Und falls ich gewinne, werde ich mich sicher erkenntlich zeigen. Du meinst, du nimmst mich mit? Siehst du, Bert, ist doch gar nicht so schwer, oder? Gut, Kinder, das Spiel kann beginnen. Ah! Das war ein Foul! Ich sag's dir, foul mich nie wieder! Hey, das war unfair! Susi, zu mir! Gib ab! Gib schon ab! Das ist doch wirklich eine Schande. Fußball sollte ein Mannschaftssport sein und nicht eine Bande von Hooligans, die die Regeln missachten. Ach, los, versuchen wir es nochmal. Oh, Henry! Wieso hast du den Ball nicht an mich abgespielt? Hast du schon entschieden, wen du zum Spiel mitnimmst? Na gut, dann nehme ich eben dich mit. Ja! Tor für Lauras Mannschaft. 1:0. Ha, aber nicht mehr lange. Hola, hier drüben. Zu mir, Henry. Vergiss es. Hey, aber wir sind doch in einer Mannschaft. Mannschaft. Was ist los mit dir? Da war ein Vogel. Ein ganz großer. Er hat in mein Auge gemacht. Ich sehe aber keinen Vogel. Warum hast du nicht versucht, ihn zu halten? Keine Ahnung. 2:1 für Lauras Mannschaft. Noch eine Minute. Gut, jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Was soll ich jetzt machen? Zu mir! Schieß zu mir! Foul! Nehmt ihn den Ball an! Schaut! Da drüben! Tor! Wieso hast du den denn nicht gehalten? Ein Berglöwe! Sieh doch, da drüben! Das ist eine Katze, du Blödmann! Ja, nur eine Katze, Blödmann! Könnte aber ein Babyberglöwe sein! Ha! Aus!